Hallo in die Runde. Tag 4 Rush Attack. 4 Sterne, alle Farben. Danke fürs Einschalten. Top 10%. Wow, das ärgert mich so. 3 Tage. Ne, E-Verteidigung, weil wir einmal 20 Minuten vor Ende angegriffen worden sind und verloren haben. Okay. Was ich natürlich gestern gemacht habe, war natürlich total dämlich. Die 5% reichen nicht für ihn aus, um ihn schneller zu laden zu können. Sind aber trotzdem ganz gut, um das Gift und den Feuerbrand zu machen. Und Killian ist eh mit genügend Stacks schnell genug geladen. Okay, wir haben... Das ist gar nicht mal so schlecht. Eigentlich können wir das sogar so spielen. Okay, wir haben Sturmangriff und wir machen einmal das rote Match. Machen das rot-lilane Match. Da drauf. Kannst ruhig auslösen mit Brand, das ist egal. Wir heilen uns. Wir geben das da drauf. Das reicht für Killian. Da gehen wir nochmal drauf. Und das war's mit Carlo. Sehr gut. Hätte nochmal eng werden können, wenn Carlo jetzt rausgelöst hätte. Aber auch ehrlich, wir haben hier so viel. Das war eigentlich safe. Ihr habt alle Brandschaden. Das ist schön. Da verlängern wir den Brandschaden gleich nochmal. Oder setzen ihn nochmal zurück. Wobei es im Endeffekt auch egal ist, weil der Schaden jede Runde zurückgesetzt wird. Aktuell bei so wenigen Helden. Da gibt es genügend Minions, die dann immer wieder den Brandschaden draufsetzen. Er hat aktuell noch den Buff, den Schurken-Buff, deswegen haben wir gewartet, ist aber auch egal. Wir spielen jetzt hier, soll er ruhig auslösen. Land. Gucken wir mal, ob wir heute rausfliegen. Wenn wir rausfliegen, auf jeden Fall nicht einkaufen. Boba Fett-Gehalt. Boba Fett-Gehalt. Läuft. Okay, der hat einen niedrigeren Rang. Nichts besonders Tödliches. Aber krass, alles gebreakt. Das finde ich schon heftig. Was man dazu natürlich sagen muss, ist, auch wenn das nicht tödlich ist, dadurch, dass es alles irgendwelche Sondersachen macht, kommt das natürlich dran. Ne? Gut, rechts hier, den finde ich nicht sonderlich prall, aber... Allein, dass es jetzt gleich blind ist. Plus die Heilungsreduzierung. Oh, das war knapp. Das war ein knappes Ding. Da geht der Mana-Block drauf.
Wichtigste ist, dass es Mana blockiert ist, wenn ihr jetzt nochmal heilt. Erstmal nicht ganz so wichtig. Wow. Das war mies. Der hat nur eine Chance von 80%. Hat zwei verfehlt, okay. Ah. Kriegen wir ihn wenigstens noch? Ne, na doch. Der steht noch mal auf. Boah. Das reicht alles nicht? Okay, einen haben wir noch gekriegt. Das war's. Oh, nee, ich hab's überlebt. Irgendwas überlebt. Ja, er steht ja wieder auf. Warte, er hat mit einem Lebenspunkt überlebt. Er hat als Krieger überlebt. Das ist doch mal cool. Ändert nichts daran, das ist trotzdem verloren. Kann ich irgendwas machen? Nein. Boah, krasser Scheiß. Der Auto-Attack, geil, noch einen mitgenommen. Das, nein! Zwei Lebenspunkte, die sind weg, gut. Ich wollte auch gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass er das überlebt. Ja, egal was jetzt kommt, ich kriege ihn nicht mehr schnell genug geladen, zumal die Stacks halt auch weg sind, ne? Dementsprechend ist es egal, was und wie wir spielen. Wir können hier drüben auf eine Kombination hoffen, aber das wird nicht kommen. Boah, wieder mit einem überlebt. Da kommen jetzt drei Auto-Attacks. Das war es jetzt. Okay. Glückwunsch. Nichts Tödliches, kein gutes Board und dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.